ist ja egal, ja. Worum geht es mit diesem Stück oder mit deinem Spiel, deinem Stil generell? Ja, das kann man natürlich alles zusammenpacken in einen Satz. Mit meiner Musik geht's, klingt ein bisschen komisch, es geht um Hören. Weil ihr alle, ihr könnt immer zuhören. Das sage ich auch zum Publikum nachher. Zuhören kann jeder. Du hörst mir gerade auch zu, ja. Aber hören. Wenn ich plötzlich so spreche, oder so, dann fängst du an zu hören. Was heißt los? Was, Junge, da stimmt das nicht für dich. Ja. Also das Hören heißt wirklich akustische Erlebnisse. Aber das ist ein bisschen oberflächlich ausgedrückt natürlich. Aber natürlich, ich bin ja in der Tradition. Außerdem das Zweite dazu. Ich habe gelernt, dass die europäische Musik sich seit dem Mittelalter permanent immer wieder geöffnet hat. Immer weiter. Während alle anderen Kulturen tausende von Jahren dieselbe Musik genau gleich haben. Das ist das europäische Denken. Die haben da immer wieder, also Beethoven gegenüber Mozart noch hinaus. Und Schubert ging noch einmal auf eine gewisse Weise. Also die europäische Musikgeschichte permanent den Horizont noch weiter öffnen. Und das ist meine Aufgabe. Ich will nicht nochmal machen, wo wir schon die Antennen vorbereitet haben. Ich würde gerne neue Antennen aktivieren bei Hörern. Wenn man neue Antennen aktiviert, fängt man auch an ein bisschen neben Hören. Ist ja nicht verboten, auch ein bisschen was nachzudenken. Siehst du irgendein Parallel mit Bertolt Brecht von der Philosophie, dass Kunst für den Zuhörer provokativ und anstrengend sein sollte? Ich will niemals provozieren, aber es provoziert. Ja. Verstehst du? Ich bin ganz begeistert von meinen Sachen. Und dann sagt mir deiner, Herr Lachermann, das ist gar keine Musik. Dann sage ich, ja wunderbar, endlich mal keine Musik. Ich kann auf keine Toilette gehen hier und überall kommt Musik. Ja. Ich muss noch einmal neu erleben, was Musik sein kann. Und ich meine, ich bin ja in einer Wahnsinnstradition. Und ich kann schon anfangen bei Bach. Als Bach 18 Jahre alt war, da war er Organist in Arnstadt. Und die wollten den feuern, weil er die ganze Choräle versaut hat mit seinen neuen Harmonien. Ja. Und die gleiche Bach-Choräle, wo die also böse wurde, der Kerl versaut uns die ganze Andacht. Wir wollen beten und nicht zu darauf hören. Ja. Und mein Vater, wenn er sowas gehört hat, der fing an zu weinen. Das ist unglaublich. Ja. Also ich kümmere mich auch nie um Ausdruck. Ausdruck ist das, was beim Computer hinten rauskommt. Das ist der Ausdruck. Ja, aber musikalischer Ausdruck, das kommt von selber. Das soll man, ich will, dass der, oder du willst, dass ich jetzt traurig werde, oder du willst, dass ich jetzt irgendwie, ich bin Schwab, ich mache einfach nicht mit. Das habe ich gehabt. Ja. Also, es muss einfach geistvoll, es muss klanglich lebendig sein, es darf nicht interessant sein. Also, wenn mir jemand sagt, das ist interessant, dann könnte ich ihm eine leuchten. Also wenn du zu deiner Freundin sagst, ich liebe dich, und sie sagt, das ist interessant, ja, dann ist die Stimmung nicht mehr so erotisch wie vorher. Danke.